Mein Name ist Christian Stetten, bin verheiratet, meine Frau und ich haben einen Sohn und eine Tochter. Im Jahr 2002 haben mich die Bürgerinnen und Bürger der Landkreise Schwäbisch Hall und Hohenlohe erstmals in den Deutschen Bundestag entsandt. Seitdem bin ich viermal wiedergewählt worden und bitte am 26. September erneut um Ihr Vertrauen. Unser Wahlkreis besteht aus 46 Städten und Gemeinden. Damit ich auftretende Probleme vor Ort und Finanzierungslücken sofort mitbekomme, bin ich neben meinen Aufgaben im Finanzausschuss und im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages auch Mitglied im Kreistag und Stadtrat meiner Heimatgemeinde. Unsere Region ist die Heimat von zahlreichen Weltmarktführern, erfolgreichen Dienstleistern und Handwerksbetrieben. Die Unterstützung unserer mittelständischen Familienbetriebe und ihrer Mitarbeiter ist eine meiner Hauptaufgaben in Berlin. Hier bin ich mittelstandspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ich setze mich dafür ein, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Selbstständigen und alle, die etwas bewegen wollen, mehr Freiheiten bekommen. Weniger Bürokratie und weniger Bevormundung durch den Staat. Natürlich freut es mich um mein Team, wenn dieser Einsatz bei den Unternehmen und der Bundesregierung beachtet wird. Der Austausch mit Unternehmen und deren Mitarbeitern, insbesondere im Handwerk und Handel, sind wichtige Seismographen für meine politische Arbeit in Berlin. Hier wird Klartext gesprochen und die Forderungen deutlich an mich formuliert. Neben unserer mittelständischen Wirtschaft wird unsere Region auch von einer erfolgreichen Landwirtschaft geprägt. Wir können stolz sein auf unsere landwirtschaftlichen Familienbetriebe, auf ihren Fleiß und ihre hohe Produktivität. Sie sind Garant für unsere Artenvielfalt und sie pflegen unsere schöne Naturlandschaft. Als Bundestagsabgeordneter habe ich leider wenig Einfluss auf den Ausbau von Landes-, Kreis- und Ortsstraßen. Aber Bundesstraßen und Autobahnen fallen in meinen Aufgabenbereich. Die A6 ist eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen Europas und der Streckenabschnitt vom Weinsberger Kreuz bis zum Kreuz Feuchtwangen-Crailsheim ist ein zentraler Bestandteil und 72 Kilometer lang. Und wenn eine fertige Planung des grünen Landesverkehrsministers für den sechsspurigen Ausbau der A6 vorliegen würde, könnte heute schon an 20 verschiedenen Baustellen gearbeitet werden. Das Geld haben wir jedenfalls in Berlin organisiert und da ärgert es mich schon, dass die Landesregierung in Stuttgart nicht so schnell plant, wie sie eigentlich sollte. Deshalb haben wir der Landesregierung per Bundestagsbeschluss die Zuständigkeit für die Planung der Autobahn entzogen. Jetzt kann schneller und ohne grüne Ideologie gearbeitet werden. Neben dem Ausbau der Autobahn A6 ist die Elektrifizierung der Hohenlohebahn von Öhring an Kappel bis nach Schwäbisch Hall-Hessenthal ein zentraler Baustein unseres Verkehrskonzeptes. Damit ist die Verlängerung der Heilbronner Stadtbahn von Öhringen über Waldenburg bis nach Schwäbisch Hall möglich. Und durch die Reaktivierung der Kochertalbahn mit zusätzlichen Haltestellen in Künzelsau-Geisbach und im Gewerbepark Hohenlohe werden wir ein attraktives Zugangebot schaffen. Dafür hat die Bundesregierung Investitionszuschüsse von 90% in Aussicht gestellt. In den letzten Jahren sind die überregionalen Buslinien massiv ausgebaut worden. Als ich gesehen habe, dass mehrere Buslinien von Paris über Mannheim und Nürnberg durch unseren Wahlkreis nach Berlin fahren, aber noch kein einziger Bus angehalten hat, habe ich mich mit der Geschäftsleitung von Flixbus zusammengesetzt. Jetzt geht es, ohne umzusteigen, mit einem einzigen Halt in Nürnberg von Hohenlohe nach Berlin. Als in der Land- und Forstwirtschaft aufgewachsener Hohenloher begleitet mich das Engagement im Umwelt- und Klimaschutz seit meiner Kindheit. Ich habe die Photovoltaik-Freiflächenanlage vor 10 Jahren gebaut. Wir produzieren so viel Strom, dass wir unseren gesamten Wohnort mit 350 Einwohnern und 200 Arbeitsplätzen komplett versorgen können. Im Winter wird es ein bisschen knapp, aber wenn Ende des Jahres der neue Energiespeicher seinen Betrieb aufnimmt, kommt mein Strom zu 100% aus der eigenen Solaranlage. Zusätzlich haben wir ein komplettes Fernwärmenetz mit der Holzhackschnitzelbasis, sodass auch die Wärme, die durch die Heizung kommt, ökologisch erzeugt wird. Und auch unsere Nachbarn mit umweltfreundlicher Energie versorgt. Nachdem ich privat viele Jahre ein Elektrofahrzeug benutzt habe, fahre ich seit 2 Jahren ein Brennstoffzellenfahrzeug, was umweltfreundlich mit Wasserstoff betankt wird. Absolut zuverlässig, leise, CO2-neutral. Ich habe meinen persönlichen Weg von wirtschaftlicher Vernunft und Klimaschutz gefunden.
Aber ich möchte diese Entscheidung niemandem aufdrängen. Ich möchte niemanden belehren und die Gesellschaft nicht in Gut und Böse einteilen. Und darum bitte ich am 26. September um Ihr Vertrauen.